Herzlich willkommen bei Let's Play Vanished. Mein Name ist André der LP und Sie schauen Let's Play auf meinem Kanal. Scheiße, habe ich's versaut. So ein Mist auch. Ich wollte eine richtig geile Ansage zum Beginn so. Hey, schön, dass ihr eingeschaltet habt. So Fernsehmoderator, wenn ich so Tagesschau, yay. Ja, ich hab's versaut. Ich hätte noch so Sachen gesagt, wie schön, dass Sie eingeschaltet haben. Sie haben sich richtig entschieden. Es gibt bei Toten Hosen auf einem Album gibt es so ein Zwischenstück, ich weiß gar nicht welches, die ist schon ein bisschen älter, aus den 80ern irgendwo. Da gibt es so eine Zwischensequenz. So, da ist halt die Homolka Kettensäge und Rodde im Super 3 feucht. Ja, das ist, ich finde, das geilste Album überhaupt. Da gibt es auch dieses Lied, so, sie haben sich entschieden für dieses Album. Und danke für den Kauf. Und ist ein richtig geiles Lied dabei. Das ist so, Toten Hosen. Ich habe sie live gesehen. Zweimal inzwischen. Ich finde sie so geil. Ja, also wirklich Hammer. Gott, ey, die hätte ich so gern. Die muss ich nochmal wieder live sehen. Ich muss mal gucken, wann die wieder spielen. Da muss ich hin. Wenn die hier in meine Region kommen. Hier passiert ja relativ viel in meiner Region. Könnt ihr mal raten, wo das ist? ja, auf jeden Fall. Hier in meiner Region passieren viele Konzerte. Ich muss mal wieder auf ein Konzert gehen, das ist lange her. Aber das Geld ist knapp, armer Student und so. Da ist das halt leider so, dass man sich nicht alles leisten kann. Und dann, ja, passiert das so. So, genug gelabert. Wir wollen mal wieder was tun. Gut, das ist Late Summer, da tue ich üblicherweise nichts. Blablabla. Schwachsinn. Okay. Wir machen die Woodcutter. Der Woodcutter noch nicht. Obwohl, doch, der Woodcutter schon. Sehr gut. Die anderen beiden sind auch bald fertig. 98, 95, 96, 98, 97, 99, 99. Wer ist fertig? Er ist fertig. Er hat es geschafft. Er hat noch einen. Auf der Zielgerade hat er ihn eingeholt. Wow. Ich bin stolz auf dich. Hätte ich einen Sohn, würde ich ihn nach dir benennen. So. Jetzt dürfen sie sich austoben. Ja, Holz ist ja genug da, an dem sie sich austoben können. So, und jetzt er hier? Was, jetzt hat er nicht gewonnen und dann aufgegeben, oder wie? Das ist ja keine Einstellung, also wirklich. Also, dann verliert man und dann wird die Arbeit nicht zu Ende gemacht. Nee, das finde ich nicht gut. Das finde ich wirklich nicht gut. Also, das ist kann keine Lebenseinstellung sein. Ich bin nicht gut genug, dann höre ich auf. Dann dürfte ich keine Let's Plays machen. Wirklich. Nee, das ist nicht mein Motto. Wirklich nicht. Solange machen wir es Spaß machen. Wenn es keinen Spaß mehr macht, ja, dann machst du halt was anderes. Aber aufzugeben, weil es nicht der Beste ist, das kann es nicht sein. So, wie sieht's aus? Der Curry hat noch 6%. Wenn dieses schöne Feldchen hier abgeerntet ist und die Dame hier noch das Ding mitgenommen hat, das da, die Bohnen, da muss ich mir irgendwo zwei neue Bohnenfelder bauen. Ne, Bohnen und Potato. Okay, da muss ich mal zusehen, dass ich dann einen Ersatz schaffe. Aber wie gesagt, das Potatofeld muss erstmal abgeräumt werden. Dann kann man drüber sprechen. Es ist fertig. So, ich hätte gerne Kettle und die hätte ich gerne gesplittet. Und dann hätte ich gerne noch einen Herdsman. So. Schön. Sehr, sehr schön. Jetzt nutzen sie auch endlich mal den Tunnel, die lieben Damen und Herren. Finde ich gut. Oh, Peach, Cherry. Gut. So, passiert immer was. Freunde der leichten Tanzmusik. Das wäre doch mal schön, wenn hier nur was passieren würde. La, 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 la. Ah, hier ist alles frei. Wow. Glatt wie ein Babypopo. Ich frage mich manchmal, ob das hier teilweise Texturenfehler sind oder was das ist. Das sieht man ganz oft. Da steht noch ein einsamer Pilz. Naja, so. Ah, ich hätte gerne so ein paar Storage Barns. Hier, da und da.
sollen aber noch nicht gebaut werden. So. Ein paar Storage Barns. Ach, das geht sich wieder doof. So. Ein paar Storage Barns. Kommt dahin. Und dann kann ich hier noch ein paar Häuser bauen. Eins, zwei, drei, vier. Da nicht mehr. Da könnte noch so ein schöner Fisherman hin. Der passt da doch wunderbar hin. Wo haben wir ihn? Den Fisherman. Fisherman. Da passt er hin. Da nicht mehr. Da passt er rein. So. Da kommt noch ein Fisherman hin. Dann kommen die entsprechenden Wege. So. Vielleicht passt da noch ein Häuschen. Nein, natürlich nicht. Da auch nicht. Nirgendwo mehr. Okay. Dann ist das, soll das so sein. Dann haben wir hier schon mal Platz für zwei Feldchen. Also wir haben hier die Leute, also die Häuser. Dann können wir schon mal zwei Felder bauen hier. Und hier wird noch eine gute Mine hinpassen. Passen also vielleicht sogar zwei hin. Minen. Wo haben wir sie? Hätten wir eine. Nee, da passt keine hin. Aber lohnt es sich, da eine Mine zu bauen? Wir hier, da haben wir zwar eine Stadt dann später, aber hier kommen eh genug Minen. Okay, wir brauchen da keine Mine. Die Mine da kommt weg. Falsche Taste. Naja, nicht Cancel Removal, sondern Remove Structures. So. Ich hätte jetzt gerne hier ein paar Felder. Beziehungsweise keine Felder. Erstmal brauche ich ein paar neue Orchards, weil wir lange, lange keine Orchards mehr gebaut haben. 10 mal 15. Und 10 mal 15. Und nicht 10 mal 15. Mist. Zimmer 8 ist auch gut. Beziehungsweise wir können noch einen näher ran hier. 15 mal 9. So. Hier ein paar neue Orchards. Sehr gut. Genauso packen wir dann hier noch welche hin. 10 mal 15. Und hier nochmal. Nein, hier geht es wieder nicht. Na, hier geht's nicht. 15 mal 7. Ja, aber ist trotzdem. Ja, komm. 15 mal 7 und hier nochmal. Da passt jetzt wirklich gar nichts mehr hin. Okay, da kommen vielleicht ein paar Häuser hin. Also. Eine kleine Straße. Wunderschön. Wir haben hier jetzt 1, 2. Wir brauchen noch drei neue Häuschen. Apropos, Moment, bevor ich da unten weiterbaue, kann ich hier erstmal jetzt die Sachen abreißen. Und dafür den Quarry bauen lassen. Das ist nochmal eine Maßnahme. Nein, das gibt's doch nicht. Nein, ich habe da den Weg gebaut. Scheiße. Und die Häuser. Fuck. Das passt gar nicht. Nein, ich bin so dämlich. Ach, scheiße. Okay. Nein, das gibt's doch nicht. Okay, Kommando zurück. Wenn das Ding leer ist, ist das Ding leer. Dann muss ich irgendwo anders noch ein Ausgleichsding bauen. Oh, fuck. So habe ich mir das nicht gedacht. Oder passt der dahin? Ich glaube nicht. Aber wir können mal kurz gucken. Ich den hier hinbauen will. Ne, das geht auch nicht. Scheiße. Jetzt müssten uns die beiden Häuser abreißen und so. Ne, das bringt nichts. Das ist
Scheiße. Okay, Kommando zurück. Felder wieder dahin. Das war reichlich dämlich von mir. Okay. Wieder Bean und Potato. Ein weniger und Scheiße, ey. Ah, ist das doof? Was bist du? Wieso hast du keinen Arbeitsplatz? Labor, okay. So. Das war wirklich dämlich von mir. Okay. Nicht lang grämen, sondern weitermachen. Ich habe für zwei Dinge habe ich. Ich bräuchte noch zwei Häuschen, die wir hier noch hinbauen können. Da passt ein Haus hin. Sonst leider keins mehr. Hier können wir noch mal eins, zwei Häuser. Dann haben wir die Häuser für die Felder. Okay. Da dürfen wir sogar ein bisschen näher ran. Da kann ich jetzt mal das Hospital hinsetzen, wenn es noch passt. Passt natürlich gar nicht mehr hin. Alternativ hier. Da hätte ich aber gerne auch noch mal so einen netten Fisherman. Okay, den kann ich hier hinbauen. Mache ich auch. So, da ein Fisherman. Der braucht Weg. Jetzt gucken wir nochmal, ob da immer noch der Dings hinpasst. Wo haben wir ihn? Unter Town Services. Er passt. Sehr gut. Jetzt muss ich nur noch irgendwo zwei Häuser unterbringen. Aber das kann ich hier noch machen. Da ist jetzt noch Platz. Heißt Häuschen. So, da noch zwei Häuser. Wunderbar. Die entsprechenden Wege dazu noch. So, wunderbar. Die Leute können die Sachen hier hinbringen, die Leute können sich das da herholen und alles wird gut. Wunderbar. Wobei hier hinten könnten auch noch ein paar Häuser hinpassen. Zumindest ein Haus passt. So. So. Jetzt brauche ich natürlich für die hier noch vier Häuser. Beziehungsweise drei, weil ich hier schon eins gebaut habe. Die würde ich aber gerne auf die andere Seite bauen, hier hin. Muss ich bemerken, drei im Sinn, drei Häuschen fehlen noch. Okay. Wir haben Early Winter. Es wird kalt. Aber wir haben was dagegen. Wir haben Woodcutter, die hier fleißig Holz hacken. Damit schaffen wir es über den Winter. Badum, badum. Ja, die Leute sterben. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Wie sieht es hier aus? Production. 64.000 Zusatz passt. Tools passt. Fuel passt auch wieder. Das sieht gut aus, das sieht gut aus, das sieht gut. Okay, Logs sieht nicht ganz so gut aus, aber da kommt Nachschub. Herbs. Oh, Herbs haben wir einen höheren Verbrauch, aber das passt auch eigentlich. Clothes passt. Alkohol passt. Und Kohle passt nicht. Warum noch eine Kohle? Oh, ich will nicht noch mehr Leute in die Kohleminen schicken. Aber ich werde es wohl müssen. Das blöde Gefühl. Ich meine, ich habe sowieso zu wenig Häuser. Das ist, letztendlich ist es Jacke wie Hose. Hier mir fehlen 60, 55 Häuser. Und ich brauche bald eine neue Kirche. Oh Gottes Willen. Ja. Kommt alles mit der Zeit. Aber die Kohlenmine muss ich, glaube ich, wirklich noch ein paar mehr Leute reinpacken. Die Kohlemine kommen.
die Kohlemine genauso. So. Und die Kohlemine hier auch. So leid mir das tut. So, anders geht's nicht. Gut. Hier sieht's gut aus. Das sieht auch gut aus. Es ist Winter. Winter, Winter. Lalalala. Hier können wir aber auch schon mal wieder was tun. Wir können hier eigentlich auch schon mal das ganze Gedönse weghacken. Brauchen wir sowieso nicht. Allerdings hätte ich dann vorher gerne noch so einen Stockpile. Dass die Leute das auch hier lassen, dass die Leute das nicht ewig halt wegschleppen. Frage ist, wo bauen wir den hin? Okay, Moment, wir brauchen ja sowieso hier bei der Forester Lodge brauchen wir eh Stockpiles. Auch für den Woodcutter, dann würde ich sagen, kommt hier unten ein Too Large 10x10 und dann nehmen nochmal einer 10x10. Oh mein Gott. So, zwei Stockpiles. Daneben dann zwei Woodcutter. Oder nee, erstmal fangen wir mit einem an, den anderen können wir immer noch. Ich baue sie einfach und dann kann ich sie später eröffnen. Woodcutter Nummer 1 und Woodcutter Nummer 2. So. Dann können wir uns schon mal um die Häuschen kümmern. Es fehlen noch drei Häuser. Wobei ich da lieber erst hier das abhacken würde. Erstmal mache ich es gerade hier, dass ich auch vernünftig sehe. Remove Resources, Remove Resources, Remove Resources, hier auch noch weg, und hier, und zusätzlich brauche ich natürlich hier langsam mal eine Brücke. Wie sieht das straßentechnisch hier denn aus? Ah, natürlich habe ich jetzt erst die Bäume angestellt, das ist doof. Okay, Brücke. Passt da nicht, okay. Wieso nicht? Hier passt sie. So, hier kommt eine Brücke hin. Dann wird alles gut. Ja. Dann erweitern wir uns in diese Richtung. Das sieht gut aus. Sieht sehr gut aus, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich weiß. 1, 2 Bilder. Wofür brauche ich die Bilder? Für das? Nein. Frage ich noch was? Ach, die Brücke. Genau, die Brücke. Die muss natürlich gebaut werden. Hier kommen die Leute schon angescheißert und machen das hier im Late Winter. Bald ist Frühling, dann wird es dann auch nicht mehr kalt hier draußen. Sind ja weit weg von zu Hause. Ja. Und die Leute, die da hinten... Ah, das nervt mich gewaltig, dass ich hier so gefailt habe mit den beiden Feldern hier und dem Weg. Das nervt mich so tierisch. Ah, oh, verdammt nochmal. Ich könnte hier die Plantagen wegreißen und dafür eventuell das Ding bauen. Passt das? Natürlich passt da hinten rum, passt das nicht. Ich müsste den Weg da mit wegmachen. Und selbst dann passt es nicht, weil hier der Berg im Weg ist. Mist. Ach, verdammt. Hatte ich das nicht gespawnt? Ach nein, die sind jetzt hier hingelaufen. Das gibt's doch nicht. Ach, verdammt nochmal. Okay, also irgendwie läuft's. Irgendwie bin ich nicht konzentriert. Das läuft alles nicht so, wie es soll. Ich habe irgendwo einen Fisherman gebaut und habe keine neuen Leute reingeschickt. Ja, es läuft irgendwie gerade ein bisschen aus dem Ruder. Ja. Late Winter immer noch. Wenigstens arbeiten die Leute hier vernünftig. Und dann würde ich sagen,
mit diesen Gedanken beende ich diese Folge. Das ist keine schöne Gedanken, aber es geht. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüssi.